Stern über Bethlehem, zeig uns den Weg. Führ uns zur Krippe hin, zeig, wo sie steht. Leuchte du uns voran, bis wir dort sind. Stern über Bethlehem, führ uns zum Kind. Wir Kinder wollen Freude bringen und von Jesus Christus singen. Wir tragen mit uns einen Stern und künden euch die Botschaft gern. Vom Heiland, der uns alle liebt und gerne seinen Segen gibt. Gott segne euch im neuen Jahr, das wünscht euch die Dreikönigsschar. Stern über Bethlehem, wir sind am Ziel, denn dieser arme Stall birgt doch so viel. Du hast uns hergeführt, wir danken dir. Stern über Bethlehem, wir bleiben hier. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes des Vaters und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Das wäre schön gewesen, Schwestern und Brüder, wenn die Sternsingerinnen und Sternsinger in diesen Tagen persönlich zu Ihnen, zu euch in die Häuser gekommen wären, wie es die Jugendlichen des Rosenberger Teams als Vorfilm ein paar Tage jetzt vorher produziert haben. Es war eine schöne Idee, aber es stimmt auch ein bisschen wehmütig, dass es so dieses Jahr nicht sein kann. Aber Gott wirkt den Segen
auch auf unsichtbare Weise. Und viele Kinder und Jugendlichen sind in diesen Tagen sehr kreativ, um Gottes Segen dennoch zu ihnen, zu euch zu bringen. Segen soll auch durch diese Eucharistiefeier zu euch nach Hause kommen. Heute am Fest der Erscheinung des Herrn, dem Fest, das landläufig Heilige Drei Könige genannt wird. Aber in der Mitte steht Jesus, der Segensbringer schlechthin. Jesus, das Kind in der Krippe, das den Weisen aus dem Osten verheißen worden ist, als der König der Juden. Und er ist mehr noch als der König der Juden. Er ist der König aller Menschen. Er ist der Segen, der von Gott kommt. Öffnen wir uns für das, was er uns schenken möchte heute Morgen. Rufen wir seine Nähe, sein Erbarmen auf uns herab. Allmächtige Gott, erbarme sich unser. Erlasse uns die Sünden nach und führe uns zum ewigen Leben. Gott sei Ehre in der Höhe,
Lasset uns beten. Allherrschender Gott, durch den Stern, dem die Weisen gefolgt sind, hast du am heutigen Tag den Heidenvölkern deinen Sohn geoffenbart. Auch wir haben dich schon im Glauben erkannt. Führe uns vom Glauben zur unverhüllten Anschauung deiner Herrlichkeit. Durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn, der mit dir lebt und herrscht in der Einheit des Heiligen Geistes, Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Lesung aus dem Buch Jesaja. Steh auf, werde Licht, Jerusalem, denn es kommt dein Licht, und die Herrlichkeit des Herrn geht strahlend auf über dir. Denn siehe, Finsternis bedeckt die Erde und Dunkel die Völker. Doch über dir geht strahlend der Herr auf. Seine Herrlichkeit erscheint über dir. Nationen wandern zu deinem Licht und Könige zu deinem strahlenden Glanz. Erhebe deine Augen ringsum und sieh. Sie alle versammeln sich, kommen zu dir. Deine Söhne kommen von fern, deine Töchter werden auf der Hüfte sicher getragen. Da wirst du schauen und strahlen, dein Herz wird erbeben und sich weiten. Denn die Fülle des Meeres wendet sich dir zu, der Reichtum der Nationen kommt zu dir. Eine Menge von Kamelen bedeckt dich, Hengste aus Midian und Eva. Aus Saba kommen sie alle, Gold und Weihrauch bringen sie, und verkünden die Ruhmestaten des Herrn. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Halleluja, dein Licht ist uns erschienen, Halleluja. Werde Licht, Jerusalem, Halleluja, dein Licht ist uns erschienen, Halleluja. Verleih dein Richteramt, O Gott, dem Königssohn, gib dein gerechtes Walten. Er regiere dein Volk in Gerechtigkeit und deine Arme durch rechtes Urteil. Werde Licht, Jerusalem, Halleluja, dein Licht ist erschienen, Halleluja. Die Gerechtigkeit blühe auf in seinen Tagen und großer Friede, bis der Mond nicht mehr da ist. Er herrsche von Meer zu Meer, vom Strom bis an die Enden der Erde.
Geschenke. Die Könige von Saba und Seba kommen mit Gaben. Alle Könige müssen ihm huldigen, alle Völker ihm dienen. Werde nicht Jerusalem, Halleluja, dein Licht ist uns erschienen. Halleluja. Er rettet den Gebeugten, der um Hilfe schreit, den Armen und den, der keinen Helfer hat. Er erbarmt sich des Gebeugten und Schwachen, er rettet das Leben der Armen. Werde Licht Jerusalem, Halleluja, dein Licht ist uns erschienen, Halleluja. Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Ephesus. Schwestern und Brüder, ihr habt gehört, welches Amt die Gnade Gottes mir für euch verliehen hat. Durch eine Offenbarung wurde mir das Geheimnis kundgetan. Den Menschen früherer Generation wurde es nicht kundgetan, jetzt aber ist es seinen heiligen Aposteln und Propheten durch den Geist offenbart worden, dass nämlich die Heiden Miterben sind, zu demselben Leib gehören und mit teilhaben an der Verheißung in Christus Jesus durch das Evangelium. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Sei mit euch und mit deinem Geist. Aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus. Als Jesus zur Zeit des Königs Herodes in Bethlehem in Judäa geboren worden war, siehe, da kamen Sterndeuter aus dem Osten nach Jerusalem und fragten:
Wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, um ihm zu huldigen. Als König Herodes das hörte, erschrak er und mit ihm ganz Jerusalem. Er ließ alle hohen Priester und Schriftgelehrten des Volkes zusammenkommen und erkundigte sich bei ihnen, wo der Christus geboren werden solle. Sie antworteten ihm: In Bethlehem in Judäa, denn so steht es geschrieben bei den Propheten: Du Bethlehem im Gebiet von Juda, bist keineswegs die unbedeutendste unter den führenden Städten von Juda, denn aus dir wird ein Fürst hervorgehen, der Hirt meines Volkes Israel. Danach rief Herodes die Sterndeuter heimlich zu sich und ließ sich von ihnen genau sagen, wann der Stern erschienen war. Dann schickte er sie nach Bethlehem und sagte: Geht und forscht sorgfältig nach dem Kind, und wenn ihr es gefunden habt, berichtet mir, damit auch ich hingehe und ihm huldige. Nach diesen Worten des Königs machten sie sich auf den Weg. Und siehe, der Stern, den sie hatten aufgehen sehen, zog vor ihnen her bis zu dem Ort, wo das Kind war. Dort blieb er stehen. Als sie den Stern sahen, wurden sie von sehr großer Freude erfüllt. Sie gingen in das Haus und sahen das Kind und Maria, seine Mutter. Da fielen sie nieder und huldigten ihm. Dann holten sie ihre Schätze hervor und brachten ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe als Gaben dar. Weil ihnen aber im Traum geboten wurde, nicht zu Herodes zurückzukehren, zogen sie auf einem anderen Weg heim in ihr Land. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Liebe Schwestern und Brüder, die Herrlichkeit Christi ist heute erschienen. Immerfort leuchtet sie unter uns auf, bis der Menschensohn wiederkommt. Nach dem Fest seiner Geburt und seiner Erscheinung schauen wir aus nach den drei österlichen Tagen, den Feiern seiner Kreuzigung, seiner Ruhe im Grab und seiner Auferstehung von den Toten. So kündigen wir euch als erstes das Fest aller Feste an, den Ostersonntag am 4. April dieses Jahres. Jubelnd feiern wir den Tag, den Gott gemacht, und rühmen die Auferstehung unseres Erlösers. Damit auch wir mit ihm auferstehen, begehen wir 40 Tage hindurch die österliche Bußzeit. Sie beginnt am 17. Februar dieses Jahres mit der Feier des Aschermittwochs. Danach schenkt uns der Herr die 50 Tage der Osterzeit, am 13. Mai das Fest seiner Himmelfahrt
und am 23. Mai das hohe Pfingstfest, an dem der Heilige Geist herabkam auf seine Jünger. Am 3. Juni feiern wir von Leichnam das Hochfest des Leibes und Blutes Christi. Die Kirche bereitet sich vor auf das Kommen ihres Herrn und beginnt den Advent am 28. November. Voll Hoffnung erwartet sie am Ende der Zeiten die Wiederkunft unseres Retters Jesus Christus. Ihm gebührt alle Ehre und Herrlichkeit, jetzt und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Neapel sehen und sterben. Dieses Sprichwort zitiert Johann Wolfgang von Goethe 1787 in einem seiner Briefe. Ich war noch nie in Neapel, kenne diese Stadt nur von Fotos. Und ich habe auch keine Ahnung, wie sie aussah am Ende des 18. Jahrhunderts, aber sie muss wunderschön gewesen sein. Allein schon die Lage am Meer. Die Stadt sehen, mehr brauche ich nicht, dann kann ich sterben. Was möchtest du sehen, bevor du stirbst? Ich rede ja immer mal wieder mit jungen Leuten, auch über ihre Zukunftspläne. Und was mir sehr gefällt, wenn Jugendliche Ideale haben, etwas verändern wollen in dieser Welt, sich Vorbilder nehmen, nicht einfach so dahinleben, sondern wirklich einen Unterschied machen möchten auf der Erde, Ziele haben und sie verfolgen und groß denken von sich. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, den Jugendlichen vom Streamteam. Schön, dass ihr heute so zahlreich auch dabei seid, vor und hinter der Kamera. Wie ist es bei euch? Was sucht ihr? Was wollt ihr sehen? Und was wollt ihr zu Hause sehen als Erwachsene? Im Laufe der Zeit, da werden ja oft die Ziele sehr viel bescheidener. Schade eigentlich. Aber auch verständlich. Was will ich noch sehen? Dass meine Enkeltochter ihr Abitur macht? Oder dass ich nochmals mit meiner Partnerin an den Ort der Hochzeitsreise fahre, ein bisschen mit Wehmut? Einen Stern sehen und das Kind, auf das der Stern hinweist, das ist das Ziel der Männer, von denen das Evangelium heute erzählt. Und das passt so in ihr Lebenskonzept. Zunächst einmal passt es ganz gut in ihre bisherigen Pläne. Es sind Wissenschaftler, keine Zauberer. Auf Griechisch nennt man sie Magoi, Magier. Aber das sind nicht die, die man im Zirkus findet oder im Fernsehen, sondern es sind Astronomen. Leute, die sich gut auskennen in der Deutung der Sterne. Und wie jeder Wissenschaftler wollen sie auch eine Entdeckung machen, dadurch berühmt werden, ganz klar.
völlig normal. Nicht einfach nur so Dienst machen, ganz normal, nach Vorschrift, sondern sie wollen sich so einsetzen und so auch in ihre Materie hineingehen, dass sie irgendwann mal etwas entdecken, was noch nie jemand zuvor gesehen hat. Und was noch dazu kommt, es sind nicht nur Sterndeuter, sondern es sind auch, das war damals in Babylon üblich im Osten, es sind auch Priester. Das heißt, kundig der heiligen Schriften ihrer Religion. Also Universalgelehrte, die es ja heute kaum noch gibt. Die wirklich sich in allen Bereichen gut auskennen. Und dann passiert es. Sie entdecken einen Stern. Übrigens ist auch nicht klar, wie viele es eigentlich waren, die diesen Stern entdeckt haben. Es ist ja nur bei Matthäus von Magiern, von Sterndeutern die Rede. Die Dreizahl kam erst im Laufe der Geschichte dazu als Deutung der drei Gaben, die sie bringen dem neugeborenen König der Juden. Und was auch nicht klar ist, haben sie einzeln nach den Sternen Ausschau gehalten und alle das gleichzeitig entdeckt? Oder waren sie von Anfang an ein Team? Keine Ahnung. Aber sie finden sich zusammen, spätestens dann, und machen sich auf den Weg. Und das Faszinierende, der Stern, der bewegt sich und er bewegt sie, er bringt sie in Bewegung. Nämlich zu dem Ort, wo dieser neugeborene König der Juden geboren wird. Und sie wissen gar nicht wo. Sie kennen Juden. Seit dem babylonischen Exil gab es Juden in Babylon. Und eine kleine Gruppe blieb auch dort, als der Großteil des Volkes wieder zurückkehrte in ihr Land. Sie kennen Juden. Und wer weiß, ob sie dieses Volk nicht auch insgeheim bewundern, wegen ihrer Stärke, wegen ihrer Unabhängigkeit, die die Hebräer ausstrahlen. Die, und das ahnen sie als gläubige Menschen, die von ihrem Glauben kommt an den einen Gott Israels. Und ob das nicht auch so ihre Sehnsucht war? Genauso stark zu sein und unabhängig und klar wie die Juden, die sie kennen. Und darum brechen sie auf und machen sich auf den Weg zu dem neugeborenen Kind, dem König der Juden. Und sie gehen gemeinsam, so wie auch du gehst. Deinen Lebensweg und auch eine Sehnsucht hast. Wonach? Mag sein, wie bei den Magiern aus dem Osten, dass du endlich mal Anerkennung findest, dass du etwas Besonderes leistest und dadurch alle sagen, wow, was ist das für ein toller Kerl? Was ist das für eine super Frau? Was kann die nicht alles? Du willst durch das, was du tust, anerkannt werden und für das, was du tust, anerkannt werden. Als Schülerin, als Student, als Arbeiter, als Ingenieur, als Großmutter, was auch immer. Durch das, was du tust, willst du Anerkennung, was du entdeckst, was du leistest. Aber insgeheim ist diese Sehnsucht in dir nach dieser Stärke, nach dieser Unabhängigkeit von jeder Beurteilung von außen. Du möchtest eigentlich nur sein, wie du bist. Und nicht dich definieren durch das, was du tust. Die Weisen jedenfalls, sie kommen zu einem König, der aber schon lange im Amt ist, Herodes. Und
und er sofort in Panik gerät mit all seinen Beratern über diese Botschaft, es sei ein neuer König geboren worden. Und was passiert? Dieser König nutzt die Weisen aus dem Osten nur aus. Sie geraten an den falschen König, der sie missbraucht für seine eigenen Zwecke, nämlich für seinen Machterhalt, der es zumindest versucht, sie zu missbrauchen und sie dazu verführt oder zu verführen versucht, dann, wenn sie das neugeborene Königskind gefunden haben, zurückzukommen und es ihm zu melden, natürlich, dass er es aus dem Weg räumen kann. Mag sein, dass du in deiner Suche nach Sinn auch schon mal an die Falschen geraten bist, an Herodes, an Leute, die dir nicht gut getan haben und die es nicht gut gemeint haben mit dir. Wo du erst ganz begeistert warst, die für dich wie Könige waren, aber am Ende warst du enttäuscht. Und du hast schon fast aufgegeben, weiter zu suchen nach solchen Personen, die dich so annehmen, wie du bist. Und trotzdem suchst du weiter, gibst nicht auf, wie auch die Weisen nicht aufgegeben haben und am Ende angekommen sind und sich niedergeworfen haben bis tief auf die Erde. Ja, wovor? Vor einem Baby. Vor einem Baby, das nicht sprechen, das nicht etwas leisten kann, das einfach nur da liegt und lächelt und dadurch sagt, ganz einfach, es ist so gut, dass du da bist. Es ist so gut, dass du bist, so wie du bist. Hör auf mit dem, dich treiben lassen von irgendwelchen Ansprüchen, die du selber oder andere an dich stellen. Ich nehme dich an, so wie du bist, und freue mich über dich. Willkommen. Und das hat das Leben der drei Weisen komplett verändert. Es hat ihnen die Stärke gegeben, nach der sie sich gesehnt haben, und diese Unabhängigkeit. Sie sind zu königlichen Menschen geworden. Und darum nennen wir sie recht, mit Recht auch die heiligen drei Könige. Als sie sich niedergeworfen haben vor dem Kind in der Krippe und sein Lächeln auf ihnen ruhte, waren sie frei. Und haben sogar den Mut gehabt, nicht zu Herodes zurückzukehren, ohne Angst, dass er sie verfolgt, sondern sie sind auf einem anderen Weg nach Hause zurück, aufrecht und souverän, königlich, so wie du. Wenn du dich heute am Fest der Erscheinung des Herrn niederbeugst vor dem Kind in der Krippe und sein Lächeln empfängst, das dir sagt, du brauchst nichts zu leisten. Du genügst, so wie du bist. Und ich freue mich über dich, so wie du bist. Neapel sehen und sterben, darauf kommt es gar nicht an. Aber Jesus sehen und leben.
bekennen wir unseren Glauben. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Wasser gesegnet, mit dem wir auch besprengt werden, gleich als Erinnerung an unsere Taufe. Lasst uns beten. Allmächtiger Gott, du hast das Wasser als Element des Lebens geschaffen. Um unserer Sünden willen hat sich dein Sohn in den Fluten des Jordans taufen lassen und so das Wasser geheiligt. Im Wasser der Taufe hast du uns zu deinen Kindern gemacht. Segne dieses Wasser in der Kraft des Heiligen Geistes. Lass es den Menschen, die es in ihrer Wohnung aussprengen, zum Zeichen deiner Macht und Nähe werden, durch Christus, unseren Herrn. Lasst uns beten. Allmächtiger Gott, wir bitten dich, segne dieses Salz. Du hast dem Propheten Elisha geboten, schal gewordenem Salz, Wasser durch Salz wieder Kraft zu geben. Gewähre, wo dieses vom Salz durchwirkte Wasser ausgesprengt wird, dein Heiliger Geist zugegen sei, alle Anfechtungen des Bösen abwende und uns durch seine Kraft behüte. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Drei Wunder ehren diesen heiligen Tag. Heute führte der Stern die Weisen zum neugeborenen König. Heute wurde bei der Hochzeit Wasser zu Wein. Heute wurde im Jordan Christus von Johannes getauft, uns zum Heil. Halleluja. Lasst uns beten zu unserem Herrn und Erlöser Jesus Christus, den wir heute sehen in seiner Niedrigkeit und in seinem Glanz. Stelle ihnen glaubwürdige Vorbilder vor Augen. Erhöre uns, Christus. Für die Jungen und Mädchen, die jetzt gern als Sternsinger unterwegs wären. Für die Menschen, die sie eigentlich an ihren Türen erwarten würden. Und für die vielen, die auf andere Weise dieses Jahr Segen und Hoffnung in die Häuser bringen. Segne alle. Erhöre uns, Christus.
für die Kinder in den Ländern des Südens, für die die Sternsinger Spenden sammeln. Gib ihnen Zukunft und Hoffnung. Erhöre uns, Christus. Erhöre uns, Christus. Für die Menschen, deren Leben erschüttert ist durch Covid-19, durch Krankheit, durch Arbeitslosigkeit, durch das Zerbrechen ihrer Familie, durch den Tod eines lieben Menschen. Leuchte ihnen allen auf als Licht in der Dunkelheit und gib ihnen Kraft für den nächsten Schritt. Erhöre uns, Christus. Erhöre uns, Christus. Für uns selbst. Gib, dass wir dich suchen und dich finden. Erhöre uns, Christus. Erhöre uns, Christus. Herr Jesus Christus, bei der Taufe im Jordan hat der Vater im Himmel dich offenbart als seinen geliebten Sohn. Durch unsere Taufe sind wir auch Söhne und Töchter des Vaters geworden, in der Kraft des Heiligen Geistes. Gib, dass wir immer aus dem Geschenk der Taufe leben, vor dir stark sind, durch dich unabhängig und frei, frei als Kinder Gottes. Dir sei Ehre in Ewigkeit. Ein Kind geboren, so bitte.
Betet, Schwestern und Brüder, dass mein und euer Opfer Gott, dem allmächtigen Vater, gefalle. Der Herr nehme das Opfer an aus deinen Händen, zum Lob und Ruhm seines Namens, zum Segen für uns und seine ganze heilige Kirche. Allmächtiger Gott, nimm die Gaben deiner Kirche an. Sie bringt nicht mehr Gold, Weihrauch und Myrrhe dar, sondern er, den diese Gaben bezeichnen, wird für uns geopfert und uns zur Speise gegeben. Unser Herr Jesus Christus, der mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Der Herr sei mit euch. Erhebet die Herzen. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Herr, heiliger Vater, allmächtiger, ewiger Gott, immer und überall zu danken. Denn heute enthüllst du das Geheimnis unseres Heiles. Heute offenbarst du das Licht der Völker, deinen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus. Er ist als sterblicher Mensch auf Erden erschienen und hat uns neu geschaffen im Glanz seines göttlichen Lebens. Darum singen wir mit den Engeln und Erzengeln, den Thronen und Mächten und mit all den Scharen des himmlischen Heeres den Hochgesang von deiner göttlichen Herrlichkeit. Du bist heilig, großer Gott, und alle deine Werke verkünden dein Lob. Denn durch deinen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus, und in der Kraft des Heiligen Geistes erfüllst du die ganze Schöpfung mit Leben und Gnade. Bis ans Ende der Zeiten versammelst du dir ein Volk, damit deinem Namen das reine Opfer dargebracht werde, vom Aufgang der Sonne bis zum Untergang. Darum kommen wir vor dein Angesicht und feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche den hochheiligen Tag, an dem dein eingeborener Sohn dir gleich in ewiger Herrlichkeit als wahrer Mensch leibhaft und sichtbar erschienen ist. Durch ihn, unseren Erlöser und Heiland, bitten wir dich, allmächtiger Gott, heilige unsere Gaben durch deinen Geist, damit sie uns werden Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgetragen hat, dieses Geheimnis zu feiern.
Denn in der Nacht, da er verraten wurde, nahm er das Brot und sagte dir Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmt und esst alle davon. Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte dir wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmt und trinkt alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis deines Sohnes. Wir verkünden sein heilbringendes Leiden, seine glorreiche Auferstehung und Himmelfahrt und erwarten seine Wiederkunft. So bringen wir dir mit Lob und Dank dieses heilige und lebendige Opfer dar. Schau gütig auf die Gabe deiner Kirche, denn sie stellt dir das Lamm vor Augen, das geopfert wurde und uns nach deinem Willen mit dir versöhnt hat. Stärke uns durch den Leib und das Blut deines Sohnes und erfülle uns mit seinem Heiligen Geist, damit wir ein Leib und ein Geist werden in Christus. Ermache uns auf immer zu einer Gabe, die dir wohlgefällt, damit wir das verheißene Erbe erlangen mit deinen Auserwählten, mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit ihrem Bräutigam, dem heiligen Josef, mit den Weisen aus dem Morgenland, mit deinen Aposteln und Märtyrern und mit allen Heiligen, auf deren Fürsprache wir vertrauen. Barmherziger Gott, wir bitten dich, dieses Opfer unserer Versöhnung bringe der ganzen Welt Frieden und Heil. Beschütze deine Kirche auf ihrem Weg durch die Zeit und stärke sie im Glauben und in der Liebe. Deinen Diener, unseren Papst Franziskus, unseren Bischof Karl-Heinz und die Gemeinschaft der Bischöfe, unsere Priester und Diakone, alle, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind und das ganze Volk deiner Erlösten. Erhöre, gütiger Vater, die Gebete der hier versammelten Gemeinde und führe zu dir auch alle deine Söhne und Töchter, die noch fern sind von dir. Erbarme dich unserer verstorbenen Brüder und Schwestern und aller, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind. Nimm sie auf in deine Herrlichkeit und mit ihnen lass auch uns, wie du verheißen hast, zu Tische sitzen in deinem Reich, durch unseren Herrn Jesus Christus. Denn durch ihn schenkst du der Welt alle guten Gaben. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Wir haben den Geist empfangen, der uns zu Kindern Gottes, zu seinen Söhnen und Töchtern macht. Darum wagen wir zu sprechen:
Vater unser im Himmel, werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers, Jesus Christus, erwarten. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Herr Jesus Christus, bei deiner Geburt verkündeten Engel den Frieden auf Erden. Du starker Gott, du Fürst des Friedens, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch. Gebt euch daheim ein Zeichen des Friedens und der Versöhnung. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt. Erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt. Erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt. Gib uns deinen Frieden. Liebe Schwestern und Brüder zu Hause, ihr könnt euch auch wie die Weisen aus dem Morgenland jetzt vor dem Kind in der Krippe, vor Jesus im Sakrament der Eucharistie niederwerfen, voll Sehnsucht, dass er euch in die Freiheit der Kinder Gottes hineinführt. Wer möchte, kann das Gebet mitsprechen. Jesus, du hast die Herrlichkeit des Himmels verlassen und bist Mensch geworden. Du bist der Immanuel, Gott mit uns. Auch jetzt, hier, verborgen, bist du mit mir. Komm neu in mein Herz, fülle mich mit deiner Gegenwart und dem Frieden, den die Engel versprochen haben. Komm in mein Herz. Seht, das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Wir sind gekommen, um ihn anzubeten. Der Leib Christi. Amen. Thank you.
Lasset uns beten. Wir danken dir, allmächtiger Gott, für die heiligen Gaben und bitten dich, erhelle unsere Wege mit dem Licht deiner Gnade, damit wir in Glauben und Liebe erfassen, was du uns im Geheimnis der Eucharistie geschenkt hast, durch Christus unseren Herrn. Die Weihnachtszeit neigt sich jetzt dem Ende entgegen. Noch einmal singen wir das O du Fröhliche, das auch ganz gut passt zum Fest der Erscheinung des Herrn. Am Schluss dieser Feier, die so festlich mitgestaltet worden ist, neben unserem Rosenberger Streamteam, auch von den Musikerinnen und Musikern, herzlichen Dank dafür, dass wir Erscheinung des Herrn in allem Glanz feiern konnten, auch ohne Gemeinde vor Ort, zur Freude jetzt von euch zu Hause und zur Ehre des Kindes von Bethlehem. Am Samstag und am Sonntag werden wir noch einmal streamen hier vom Rosenberg. Am 10., also am Sonntag, wird die Messe gestaltet sein im Stil von Holy Presence, das heißt mit Lobpreis, gestaltet durch Chiara Worship. Herzliche Einladung dazu. Und ab nächsten Montag wird dann wieder hier in der Wallfahrtskirche wie immer täglich die Heilige Messe gefeiert mit Gemeinde. Also wer in der Nähe wohnt oder wer es verbinden möchte mit einem Ausflug, die Messen sind dann wieder öffentlich zugänglich, Gott sei Dank, und können wieder auch vor Ort live gefeiert werden. Seid behütet, seid begleitet von Gottes Segen, bleibt unter dem Schutz der Mutter Gottes. Der Herr sei mit euch. Gott, unser Vater, hat uns aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen. Er segne euch und stärke euch im Glauben, in der Hoffnung und in der Liebe. Und Christus, der heute der Welt erschienen ist als Licht in der Finsternis, leuchte auf in euren Herzen und mache euer Leben zum Licht für eure Brüder und Schwestern. Die Weisen sind dem Stern gefolgt und haben Christus gefunden. Gott führe euch auf dem Weg der irdischen Pilgerschaft zur Anschauung seiner Herrlichkeit. Das gewähre euch der eine und dreifaltige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Dank sei Gott dem Herrn.
Schön, dass du mitgefeiert hast. Wenn du auch in Zukunft Informationen haben willst, was auf dem Rosenberg alles so läuft, dann abonnier doch unseren Kanal. Und wenn du immer benachrichtigt sein willst, dann drück auf die Glocke. Und folg uns auf Instagram. Viel Segen!